gerne die nächste Referentin, Pandora Kunz-Notter, vorstellen. Darf ich bitten? Sie wird zum Thema Angebotsänderungen einen Vortrag halten. Dr. Kunz-Notter, sie hat an der Universität Bern studiert, hier im Bereich des öffentlichen Rechts auch eine Dissertation verfasst. Sie hat beim Rechtsamt der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern gearbeitet. Dann während längerer Zeit war sie als Rechtsanwältin bei Walder Wies in Bern tätig. Sie ist jetzt seit Januar 2022 Partnerin bei Lehmann, Walz und Partner in Bern. Sie ist spezialisiert auf das öffentliche Recht und insbesondere das öffentliche Beschaffungsrecht. Vielen Dank, Claudia. Jetzt wird hier noch meine Präsentation gestartet. Ja, es freut mich, heute hier an der Universität Bern sein zu dürfen. Wie sie ja gesagt hat, Claudia, ich habe hier studiert, also ich fühle mich hier wie zu Hause. Wir ändern etwas die Tapete. Martin Sobel hat vorher darüber gesprochen, über diese Inhouse-Beschaffungen. Es war also die Frage, gelangt das Beschaffungsrecht zur Anwendung, ja oder nein? Bei mir, es ist klar, das Beschaffungsrecht findet Anwendung und wir sind jetzt mitten im Vergabeverfahren drin. Also Sie müssen sich vorstellen, es hat eine öffentliche Ausschreibung stattgefunden, vielleicht im offenen Verfahren, vielleicht im selektiven Verfahren und es sind beispielsweise 4 Angebote eingegangen. Die Vergabestelle prüft nun jetzt diese Angebote und stellt fest, die Angebote sind teilweise unvollständig, sind teilweise fehlerhaft, teilweise unklar. Und da stellt sich die Frage, was machen wir mit diesen Angeboten? Gibt es die Möglichkeit von Angebotsänderungen im Vergabeverfahren? Ich möchte Ihnen heute über dieses Thema versuchen, einen Überblick zu verschaffen. Ich möchte aber auch an dieser Stelle darauf hinweisen, es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob und in welcher Form solche Angebotsbereinigungen effektiv dann zulässig sind oder nicht. Bevor wir auf die verschiedenen Formen der Angebotsbereinigung eingehen, möchte ich zunächst auf die wesentlichen Verfahrensgrundsätze eingehen. Bei wichtigen Entscheidungen, eben wie wenn es darum geht, ob und in welcher Form Angebotsänderungen vorgenommen werden können, muss sich eine Auftraggeberin immer wieder an diesen wesentlichen Verfahrensgrundsätzen orientieren. Sie kennen diese Verfahrensgrundsätze. Die Auftraggeberin hat das Verfahren immer transparent, objektiv und unparteiisch durchzuführen. Sie hat immer Maßnahmen gegen Interessenkonflikte, unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption zu treffen. Sie hat immer die Gleichbehandlung der Anbieterinnen zu garantieren. Und sie hat auf Abgebotsrunden zu verzichten. Was sind Abgebotsrunden? Abgebotsrunden sind reine Preisverhandlungen. Man hat dieses Verbot von Abgebotsrunden im Rahmen des Revisionsverfahrens auf Bundesebene und auf kantonaler bzw. kommunaler Ebene jetzt mehr oder weniger einheitlich geregelt. Also im Grundsatz gilt es, reine Preisverhandlungen sind unzulässig. Weiter hat die Auftraggeberin immer den vertraulichen Charakter der Angaben der Anbieterin zu berücksichtigen. Also Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse dürfen nicht rausgegeben werden. Aus diesen verschiedenen Verfahrensgrundsätzen lässt sich dann ein wichtiger Grundsatz ableiten, der für das heutige Referat sehr wichtig ist, und zwar der Grundsatz der Unabänderlichkeit von Angeboten. Es gilt also die Stabilität von Angeboten. Das heißt, eine Anbieterin muss davon ausgehen, dass sie an das Angebot, das sie eingereicht hat, dass sie an das Angebot gebunden ist. Also sie darf nicht davon ausgehen, dass sie die Möglichkeit einer Nachbesserung erhält. Aber jetzt gibt es eben Ausnahmen, in welchen Fällen von diesem Grundsatz abgewichen werden kann. Ich möchte im Nachfolgenden auf 3 verschiedene Kategorien zu sprechen kommen. Die Rechenfehler, Erläuterungen
und die Angebotsbereinigungen. Zur ersten Kategorie, den Rechenfehlern. Wenn die Auftraggeberin im Rahmen der Prüfung der Angebote feststellt, dass in einem Angebot ein offensichtlicher Rechenfehler vorliegt, darf sie diesen von Amtes wegen bereinigen, also korrigieren. Aber es muss sich hier wirklich um einen offensichtlichen Rechenfehler handeln, der wirklich einem direkt ins Auge springt. Es handelt sich hier also um eine Form einer Angebotsbereinigung von Amtes wegen. Ich weiß nicht, wie oft das in der Praxis effektiv der Fall ist, dass man davon Gebrauch macht als Auftraggeberin, aber im Gesetz, in Artikel 38 Absatz 1 des BÖB, ist diese Möglichkeit vorgesehen. Zur zweiten Kategorie, der Erläuterung. Die Auftraggeberin kann auch im Rahmen der Prüfung des Angebotes nach Artikel 38 Absatz 2 BÖB von den Anbieterinnen verlangen, dass diese ihre Angebote erläutern. Also wenn sie Fragen hat, wenn sie Unklarheiten hat, darf sie den Anbieterinnen eine Anfrage stellen und hat die Antworten dann entsprechend schriftlich festzuhalten. Es geht dabei um Korrekturen von unbeabsichtigten Fehlern, aber grundsätzlich darf die Erläuterung nicht zu einer Angebotsänderung führen. Also es geht vielmehr darum, wirklich, dass man miteinander klärt, was die Auftraggeberin gemeint hat und die Anbieterin gemeint hat, um vielleicht auch dort das gemeinsame Verständnis zu erlangen. Erläuterungen können im Rahmen von Anbieterpräsentationen auch erfolgen. Anbieterpräsentationen sind allerdings natürlich nur dort möglich, wo sie im Rahmen der Ausschreibung auch vorgesehen worden sind. Genau, also die Erläuterung, bei denen handelt es sich nicht um eigentliche Angebotsänderungen. Jetzt hier nochmals, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass die Vergabestelle grundsätzlich einen Ermessensspielraum hat, ob sie Angebote erläutern lassen möchte oder nicht. Aber in einem Fall muss sie nachfragen, und zwar dann, wenn sie ein Angebot mit einem ungewöhnlich niedrigen Preis erhält. Dort muss sie nachfragen, um eben sicherstellen zu können, dass die Anbieterin die Teilnahmebedingungen einhält. Ist nur so als weiterer Hinweis. Nun zur dritten Kategorie der Angebotsbereinigung. Eben diese Angebotsbereinigung, die kann dann effektiv zu Angebotsänderungen führen. Und das Gesetz, Artikel 39 BÖB, hält fest, wann solche Bereinigungen möglich sind und unter welchen Voraussetzungen. Eine Angebotsbereinigung kann hinsichtlich der Leistungen sowie der Modalitäten ihrer Erbringung erfolgen. Und die Voraussetzungen sind folgende. Zum einen ist eine Bereinigung möglich, um erst dadurch den Auftrag oder ein Angebot zu klären oder auch wenn die Angebote dadurch objektiv vergleichbar gemacht werden können. Ich denke, das ist wahrscheinlich der häufigste Anwendungsfall, dass Sie Angebote erhalten und diese Angebote sind nicht miteinander vergleichbar und deswegen entsteht diese Notwendigkeit, von einer Angebotsbereinigung Gebrauch zu machen, um diese Angebote dann auf denselben Stand zu bringen und schlussendlich dann auch eine faire Bewertung der Angebote vornehmen zu können. Und in der Praxis sind wahrscheinlich auch dann diese Bereinigungen notwendig, wenn sie Varianten zulassen oder eben wenn es sich um funktionale Ausschreibungen handelt. Das sind wahrscheinlich die meisten Anwendungsfälle für Angebotsbereinigungen. Ein weiterer Anwendungsfall ist dann, also eine weitere Möglichkeit, Angebotsbereinigungen durchzuführen, ist dann, wenn die Auftraggeberin den Leistungsgegenstand ändert. Also wenn dort etwas geändert wird am Leistungsgegenstand, sie nachträglich beispielsweise aufgrund von technischen Neuerungen etwas ergänzt haben möchte oder wie auch immer. Aber wichtig dort ist, dass die charakteristische Leistung und der potenzielle Anbieterkreis sich nicht verändern darf. Also man darf nicht im Nachhinein die Spielregeln ändern und beispielsweise auf ein bestimmtes technisches Kriterium oder ein Zuschlagskriterium verzichten,
weil dadurch eigentlich sich auch der Anbieterkreis geändert hätte. Oder wenn jetzt beispielsweise ein wichtiges Zuschlagskriterium am Anfang nicht in der Ausschreibung vorgesehen gewesen wäre, hätten sich vielleicht noch andere Anbieter beworben, und dort ist dann eben die Schwierigkeit, und dort gelangt es dann, werden wir später darauf zu sprechen kommen, allenfalls zu einem Anwendungsfall, wo dann allenfalls ein Abbruch zu erwägen ist. Ja. Stefan Heidi von Inverma. Darf ich hier dazu kurz eine Frage stellen? Und zwar, wie stellen Sie das in der Praxis sicher, dass sich der Anbieterkreis nicht verändert hat? Das ist manchmal noch recht schwierig als auftraggebende Stelle, diesen Kreis überhaupt abschätzen zu können und wie groß da die Änderungen sein dürfen, um diese nicht zu verändern. Ja, das sind sicherlich die schwierigen Fragen, die sich dann in der Praxis effektiv stellen. Und dort kann ich Ihnen keine klare Antwort geben. Aber ich gehe dann eigentlich wieder zurück auf diese Verfahrensgrundsätze und wirklich darum, da muss man sich die Frage stellen, ja, wenn wir jetzt ehrlich mit uns sind als Auftraggeberin, wenn wir jetzt das nochmals neu ausschreiben würden, würden sich dann eventuell mehr Anbieter eventuell bewerben. Und wenn Sie das mit einem klaren Ja beantworten können, dann ist auf jeden Fall die Sachlage klar. Aber meistens ist es eben unklar. Also dort gibt es einen Graubereich, und das ist nicht immer einfach, das richtig beurteilen zu können. Jetzt, wie werden diese Bereinigungsrunden durchgeführt oder wie sind diese durchzuführen? Zunächst stellt sich die Frage, ja, mit wem ist die Bereinigungsrunde durchzuführen? Dort gilt der Grundsatz, dass diejenigen Anbieterinnen einzubeziehen sind, die vernünftigerweise für den Zuschlag in Frage kommen. Wenn allerdings die Auftraggeberin den Leistungsgegenstand angepasst hat, dort gilt so als Grundsatz die Regel, dass sie eigentlich dann alle Anbieterinnen in die Bereinigungsrunde einbeziehen muss, welche die Mindestanforderungen der Ausschreibung erfüllen. In welcher Form kann die Bereinigungsrunde durchgeführt werden? Das ist schriftlich oder mündlich möglich. Es gilt aber immer die Protokollierungspflicht. Das Resultat der Bereinigung muss in einem Protokoll festgehalten werden, und es sind darin mindestens die Angaben vorzusehen, die im Artikel 10 Absatz 2 FÖB definiert sind. Dieses Protokoll ist während 3 Jahren aufzubewahren, und an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, es gilt die Vertraulichkeit, also auch hier, Sie können dann nicht der Gegenpartei irgendwelche Protokolle direkt rausgeben, also einfach das so als weiterer wichtiger Gedanke, den ich Ihnen mitgeben möchte. Wann sind Angebotsbereinigungen unzulässig? Das ist immer, wie Sie haben ja auch die Frage gestellt, das ist wirklich manchmal eine schwierige Frage. Aber klar ist eine Angebotsbereinigung unzulässig, wenn dadurch die Konformität einzelner Angebote nachträglich hergestellt werden soll. Also wenn man vielleicht als Auftraggeberin wirklich schon den Gedanken hat, ja, jetzt lassen wir nur den bereinigen, weil der hat jetzt einen sehr guten Preis offeriert, oder wir möchten eigentlich, dass der den Zuschlag erhält. Schwierig. Unzulässig sind auch reine Preisanpassungen. Wir gehen wieder zurück zu den Verfahrensgrundsätzen. Es gilt das Verbot von Abgebotsrunden. Also Preisanpassungen im Rahmen von Angebotsbereinigung sind nur möglich, wenn auch die Leistung angepasst wird oder die Modalitäten irgendwie angepasst werden, welche einen Einfluss auf den Preis haben. Dann ist wichtig für die Auftraggeberin, dass sie beachten, dass die Anbieterinnen im Rahmen von solchen Angebotsbereinigungen dann nicht selbstständig und ohne Aufforderung einfach verdeckt die Preise und die Leistungen ändern. Also dort gilt es auch darauf zu achten. Jetzt in einzelnen Fällen kann sich dann die Frage stellen, in Bezug auf gewisse Angebote, ja, sollen wir jetzt als Auftraggeberin diesem Anbieter die Möglichkeit geben, das Angebot zu bereinigen, oder müssen wir das Angebot ausschließen? Und hier möchte ich auf die Bestimmung in Artikel 44 des BÖB hinweisen. Demnach kann eine Auftraggeberin eine Anbieterin ausschließen, wenn das Angebot wesentliche Formfehler aufweist oder das Angebot wesentlich
von den verbindlichen Anforderungen der Ausschreibung abweicht. Hier aber immer als Auftraggeberin immer zu berücksichtigen sind das Verhältnismäßigkeitsprinzip sowie das Verbot des überspitzten Formalismus. Also wenn Sie jetzt ein Angebot haben, das beispielsweise bei einem Formular eine Unterschrift fehlt, dann handelt es sich dabei nicht um einen wesentlichen Formfehler, sondern ist das wahrscheinlich eben ein leichter Formfehler und dort wäre dann ein Ausschluss ungerechtfertigt. Das Bundesverwaltungsgericht hat als Leitlinie vorgegeben, in Entscheiden, dass eben leichte Fehler können eben Bereinigungen erfordern. Manchmal kann man das auch einfach so stehen lassen, das Angebot. Man muss gar nichts bereinigen lassen, man kann es einfach akzeptieren mit diesem Fehler oder dieser Unklarheit, die halt vorhanden ist. Bei mittelschweren Fehlern hat die Auftraggeberin einen Ermessensspielraum. Also sie kann selber entscheiden, ja, möchte ich jetzt dieser Anbieterin die Möglichkeit gewähren, das Angebot zu bereinigen, weil es gilt ja der Grundsatz der Stabilität des Angebotes. Also die Anbieterin, die muss ja eigentlich damit rechnen, dass sie ein richtiges Angebot einreichen muss, weil sonst droht ihr der Ausschluss. Und je nachdem kann man eben auch die Anbieterin ausschließen, aber das muss dann auch wirklich begründet werden können. Bei schweren Fehlern hingegen, dort hat die Auftraggeberin keinen Ermessensspielraum. Dort ist klar, in solchen Fällen muss die Auftraggeberin dieses Angebot ausschließen. Also hier gibt es keine Möglichkeit, eine Angebotsbereinigung zu machen, sondern es ist die Konsequenz der Ausschluss des Angebotes. In gewissen Fällen haben Sie also die Schwierigkeit, dass Sie haben vielleicht mehrere Angebote, die unvollständig sind, wesentliche Fehler aufweisen und Sie einfach sagen müssen, ja, jetzt im Ergebnis können wir keine Angebotsbereinigung durchführen mit allen diesen Anbieterinnen, weil es sind eigentlich einfach alle Angebote ungeeignet, weil Sie eben beispielsweise die technischen Spezifikationen nicht einhalten oder die andere wesentliche Anforderungen aus den Ausschreibungen. Und dort bleibt Ihnen eigentlich dann nichts anderes übrig, als allenfalls den Abbruch zu prüfen nach Artikel 43 BÖB und das Verfahren dann zu wiederholen oder eine Neuauflage vielleicht auch mit besseren Ausschreibungsunterlagen durchzuführen. Als Fazit kann ich festhalten, es gilt der Grundsatz der Stabilität des Angebotes, also das Angebot, das eingereicht wird, an das ist man gebunden, man hat keine Möglichkeit zu bereinigen. Aber wir haben von drei Kategorien gesprochen. Rechenfehler können von Amtes wegen bereinigt werden, Erläuterungen können dazu dienen, Fragestellungen zu klären und Angebotsbereinigungen können im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten durchgeführt werden, immer auch unter Berücksichtigung der allgemeinen Verfahrensgrundsätze, Transparenz, Gleichbehandlung der Anbieterinnen, Verbot von Abgebotsrunden und der Vertraulichkeit. Als Schlussfazit kann ich also festhalten in Bezug auf Angebotsänderungen, es gibt durchaus Möglichkeiten, aber es bestehen auch Grenzen. Wäre ich am Ende. Vielen Dank. Vielen Dank, Pandora. Sind Fragen im Publikum? Ja, bitte. Vielleicht mehrere, vielleicht Sie zum Hintergrund? Ja. Nadine Pfanzer vom EWZ. Ich habe eine Frage zu den offensichtlichen Rechnungsfehlern. Wo beginnt das Offensichtliche? Oft ist es ja so, dass man ein ganzes Leistungsverzeichnis hat. Klar, wenn der Preis Faktoren neben der Konkurrenz liegt, ist es offensichtlich. Aber wenn Subpositionen Rechnungsfehler haben, die dann unwesentlich auf den Preis Einfluss haben, so 5% vielleicht auf den Gesamtpreis, sind das offensichtliche oder ist das nicht zu bereinigen? Also ich würde jetzt auf Anhieb sagen, es handelt sich dabei nicht um einen offensichtlichen Rechenfehler. Wenn ich da wirklich als Auftraggeberin die einzelnen Positionen nachkontrollieren muss oder so, das ist nach meinem Verständnis nicht darunter gemeint, sondern es geht wirklich darum, wenn man ein Angebot hat mit einem Preisblatt,
gleich zu oberst und dort springt einem direkt ein Rechenfehler ins Auge, den beispielsweise auch ich als Anwältin ohne vom Fach sind, dass ich das direkt auffallen würde. Das verstehe ich darunter. Und es sind nicht so einzelne kleine Subpositionen oder so. Ja. Gut, jetzt waren zwei weitere Fragen, da vielleicht Sie im Weißen kennen. Ja. Markus Zink, Kanton Bern. Auch zu der Korrektur von Rechnungsfehlern. Der Begriff von Amtes wegen ist ja relativ einseitig. Wie weit ist der Anbieter auch an die korrigierte Version des Angebots gebunden? Oder hat er da ein konkretes Rückzugsrecht? Oder wie wehrt sich das? Ja, wie haben Sie das denn in der Praxis gemacht? Also haben Sie einfach das selber korrigiert und dann Zuschlag gestützt auf dieses Korrigierte? Nein, das ist eine theoretische Frage. Also... Das ist eine spannende Frage. Also im Grundsatz, er ist ja eigentlich wirklich an sein Angebot gebunden und ich würde jetzt meinen, ein Rechenfehler darf sich dann auch nicht wesentlich irgendwie auf das Schlussergebnis auswirken, weil er ist ja schon auf den Schlusspreis eigentlich an denjenigen gebunden. Aber wenn das dann nachträglich noch zu irgendwelchen Korrekturen am Preis führt, dann wird es schon wieder etwas schwierig. Dann würde ich eher so ein bisschen Richtung Bereinigung gehen, um das zu klären, was dann schlussendlich effektiv das Angebot ist. Also diese Frage kann wirklich auch in der Praxis relevant sein, oder? Also das hat Situationen gegeben, dass Anbieter quasi gezwungen waren, gegen ihren eigenen Zuschlag, den sie erhalten, eine Beschwerde einzureichen, weil sie mit der Korrektur nicht einverstanden sind. Hat es tatsächlich schon gegeben. Also ich denke, man muss da wirklich genau die Abgrenzung finden, was ist wirklich jetzt eine Berichtigung, oder? Und wo muss man im Rahmen einer Bereinigung beim Anbieter nachfragen, wir korrigieren das so. Bist du einverstanden? Ja, nein. Also ich wäre da vorsichtig, wenn das wirklich den Rahmen des offerierten Preises sprengt. Ja. Genau. Wird er bei der Berichtigung der Anbieter nicht informiert? Also eigentlich bei diesem Rechenfehler eigentlich nicht. Dann ist einfach am Schluss der Zuschlag und dann ist er einfach der Preis, der eigentlich dann zugeschlagen wird. Also dort. Aber also ich weiß nicht, wie oft das effektiv in der Praxis gemacht wird. Ich habe das jetzt noch nicht so oft gesehen, dass dann wirklich diese Rechenfehler von Amtes wegen einfach korrigiert wurden. Und du sprichst jetzt von einem Praxisfall. Ja. Also das war der krasse Fall mit dieser Anfechtung. Aber in der Praxis, es kommt relativ oft vor, dass solche Korrekturen erfolgen. Und eben, also ich denke, das nicht berichtigen, ich denke, ich würde das wirklich kommunizieren, aber im Sinne nicht von, wir verhandeln jetzt noch darüber, sondern wir machen das und du kannst einfach sagen, ja oder nein sagen. Aber jetzt bin ich schon sehr weit wirklich so in den Praxisthemen, oder? Also das rechtliche Thema, wo bewegen wir uns, sind wir jetzt im Rahmen der Rechenfehler, sind wir nun in der Bereinigung, also da muss man wirklich ganz genau hinsehen. Aber im Grundsatz ist für mich wirklich Rechnungsfehler einfach auch aufgrund des Wortlautes der Gesetzgebung ist wirklich, das sind offensichtliche Rechnungsfehler, wirklich nur in Ausnahmefällen wird das der Fall sein. Und sonst gelangt man in die anderen Kategorien, oder wo man eben vielleicht Erläuterungen machen muss, Bereinigungen machen muss und dort ist dann alles entsprechend zu protokollieren und entsprechend auch zu dokumentieren. Absolut einverstanden. Ja, bitte. Noch ein Thema zum Abbruch. Wenn die Bereinigung dazu führt, dass nur noch kein valides Angebot da ist, herrscht ja kein Wettbewerb mehr. Ja, es kommt darauf an, was bereinigt wurde. Aber das Resultat ist gerade noch ein gültiges Angebot. Muss dann nicht auf oder kann dann nicht auf abgebrochen werden? Also Sie meinen die Situation vor dem Abbruch, oder haben Sie ein einziges Angebot und das ist gültig? Genau. Und sonst haben Sie einfach, also alle die anderen Angebote erfüllen die technischen Spezifikationen und die Eignungskriterien sind nicht erfüllt. Genau. Ja, dort spielt es dann eine Rolle, wollen Sie den Zuschlag geben oder nicht? Wenn Sie wollen, dann... Wenn ich abbreche, kann ich freihändig gehen, dann kann ich verhandeln. Aber wenn Sie ein gültiges Angebot haben, Sie, dann... Ja. Genau, wenn Sie ein Angebot haben, das die Anforderungen erfüllt, welche Sie in der Ausschreibung gestellt haben, dann müssen Sie mit demjenigen Anbieter den Abschluss machen, weil Sie haben diese Abbruchgründe, die ich hier erwähnt habe,
dort sind eben auch Voraussetzungen zu erfüllen, damit effektiv abgebrochen werden kann. Man kann einfach nicht im Nachhinein sagen, ja, jetzt haben wir ein Angebot. Das kann ja häufig vorkommen, dass man am Schluss nur ein Angebot hat, auch unabhängig von Bereinigungsrunden oder nicht. Dann kann man nicht nachhinein sich plötzlich anders entscheiden, sagen, ja, ich möchte jetzt doch nicht mehr und wieder zurückkrebsen und das Ganze abbrechen. Der Gesetzeswortlaut ist doch der Wettbewerb. Ja, aber der Gesetzeswortlaut ist wirklich kein Angebot, erfüllt die Voraussetzung. Wenn Sie eines haben, vielleicht ist es preislich so überteuert und dann sind Sie bei der Voraussetzung, der Wettbewerb spielt nicht und haben unter diesem Titel einen Opportunity. Aber das ist dann auch wieder schwierig, wenn man jetzt diese Grenze effektiv erreicht ist aufgrund des Preises, ob kein Wettbewerb vorhanden ist oder nicht. Hier ist eine weitere Frage. Ja. Eine Frage zur Verhältnismäßigkeit eines Abbruchs. Technische Spezifikationen sind ja so definiert, das ist K.O. Ja. Wie ist es jetzt, wenn Sie eine Hardwarebeschaffung haben, ja, von den Laptops? Sie haben 200-300 technische Spezifikationen und eine Anbieterin erfüllt genau eine nicht, irgendwie eine Zollangabe um 0, irgendwas, aber erfüllt sie nicht, technische Spez. Aber sie haben 200 technische Spezifikationen. Ist es dann verhältnismäßig, diese Anbieterin auszuschließen? Also ich weiß nicht, ob das dann hier eben auch wieder in diese Bereinigungsthematik reinfällt unter den... Es wird bereinigt und die Anbieter sagt, wir haben das Teil, das hat 0,1 Zoll kleiner ist oder zu groß ist, wie auch immer. Und das war eine technische Spezifikation. Und dann muss ich jetzt die Vergabestelle natürlich die Frage stellen, ja, also weshalb habe ich diese Anforderung gestellt, weshalb habe ich diese technische Spezifikation gestellt? Und eigentlich ist sie auch an ihre Ausschreibung gebunden. Weitere Fragen im Publikum? Also vielleicht Markus Moss von den Industriellen Werken Basel. Wir hatten den Fall auch ein leichter Fehler, Rechnungsfehler, aber eigentlich nicht im Total, war schon so, dass Total sehr Unterschiede haben. Wir sind dann schon ins Detail gegangen und haben gesehen, ja, war hier total Rechnungsfehler, haben das korrigiert, aber es wurde vergessen, die anderen zu informieren. Bei der Offertöffnung war ja der Preis so und so, die Mitstreiter hatten das gesehen. Und bei der Zuschlagspublikation hat natürlich der eine gesagt, wieso ist jetzt der plötzlich höher preislich und hat dann Rekurs eingelegt. Das hätte ich auch gemacht. Genau. Und das war einfach ein Fehler, oder? Ja. Dass man halt dann die Firmen nicht korrekt informiert. Ja, und das oder wenn man als Anbieter, als Konkurrent sieht, man, ja, der hat den Preis X eingegeben und jetzt hat er plötzlich X plus 2. Also da muss man eigentlich Beschwerde führen, um nur schon herauszufinden, wie ist eigentlich dieser neue Preis zustande gekommen. Aber es hat sich dann schon geklärt, hat sich dann wieder zurückgezogen. Aber es war einfach im Trubel hin vergessen gegangen. Ja. Und das ist schon sehr entscheidend, dass man das auch wieder an allen kommuniziert entsprechend. Genau, und dort gilt eben auch dieses Transparenzgebot oder eben allen gegenüber transparent sein, wie immer bei diesen Entscheidungen, die man treffen muss als Auftraggeberin. Ja, bitte. Heinz Rath, Landwirtschaftsminister Graubünden. Eine Anschlussfrage. Reicht es, wenn diese Transparenz zusammen mit der Zuschlagsverfügung hergestellt wird, also mit einem Beibericht, und das dort dargelegt wird? Oder muss das im Vorfeld, also vor der Zuschlagsverfügung erfolgen? Also ich denke, dann müssen Sie unterscheiden, wenn Sie beispielsweise eben die Preise bereits nach der Offertöffnung bekannt gegeben haben. Und jetzt bereinigen Sie irgendetwas, dann müssen Sie meines Erachtens dann die neuen Preise, also die angepassten Preise, wenn es solche gibt. Wobei ich ja immer gesagt habe, Preisanpassungen, die dürfen ja nicht einfach erfolgen, sondern nur unter den genannten Voraussetzungen. Dann müsste das schon nochmal würde ich das empfehlen, dass man das eigentlich vorher nochmal publik oder allen mitteilt. Weitere Fragen aus dem Publikum? Jawohl. Inwieweit können Materialteuerungen bereits im Beschaffungsverfahren berücksichtigt werden? Also wir leben ja in einer ungewissen Zeit mit Krieg und der Pandemie und so weiter und die Preise ändern sich rasch.
Material und inwieweit kann das bereits im Beschaffungsverfahren mit berücksichtigt werden? Im Rahmen der Ausschreibung, quasi mit Mechanismen, dass man diese Preise. Oder die Angebote haben ja eine Angebotsdauer. Ja. Der Anbieter ist ja eigentlich während dieser Dauer an seinen Preis, den er angeboten hat, gebunden. Und während dieser Zeit kann sich ja der Materialpreis verändern und der Anbieter will vielleicht sein Angebot der Teuerung angepasst haben, wie die übrigen Anbieter übrigens auch. Inwieweit kann die Teuerung dann über alle Anbieter bereits vor dem Zuschlag berücksichtigt werden? Oder kann das erst später im Rahmen der Vertragsverhandlungen mit dem Zuschlagsempfänger dann ausdiskutiert werden? Also eigentlich im Vergabeverfahren gibt es ein Angebot mit einem Preis und der gilt für alle nach demselben Maßstab. Und dann nachher, eben Sie haben den Zuschlag als Anbieter erhalten und wenn dort dann die Teuerung mitspielt, dann kommt es auch die vertraglichen Regelungen an und in der Regel werden ja auch die Rahmenverträge oder ausgeschriebene Verträge werden ja mit den Ausschreibungsunterlagen bekannt gegeben und dort sehen Sie auch, was bereits auf Seiten Auftraggeberin entsprechend vorgesehen ist in den Verträgen. Und dann gilt es, falls jetzt dort beispielsweise die Teuerung in diesen Verträgen nicht berücksichtigt ist, oder? Dann stellt sich die Frage, inwiefern dass man das nachträglich jetzt noch in diese Vertragsunterlagen dann reinnehmen darf oder nicht, weil eigentlich gelten auch die Ausschreibung, also als die Vertragsgrundlagen, die in der Ausschreibung publik gemacht worden sind, dort dürfen eigentlich auch keine wesentlichen Änderungen mehr nachträglich dann vorgenommen werden. Ich glaube, der springende Punkt ist, dass Sie wirklich die Ausschreibungsunterlagen fair gestalten. Also die Frage ist ja, wie lange ist diese Bindefrist oder dieser Angebote, bis der Vertrag abgeschlossen wird. Also das sollte keine übermäßig lange Dauer sein, dass der Anbieter wirklich kalkulieren kann, oder bis zum Vertragsabschluss bin ich wirklich an diesen Preis gebunden. Und dann eben, wie gesagt, der Vertrag regelt dann Preisanpassungen und dass man hier wirklich eine faire Lösung von Anfang an eigentlich in den Vertrag aufnimmt. Weil sonst ist man mit Diskussionen über kurz oder lang konfrontiert. Ja. Vielleicht noch mal Input dazu. Also wir kriegen gar keine Angebote mehr rein von Anbietern, wenn wir da fix auf Festpreise setzen. Das machen wir alles mit Indexierungen und fahren so eigentlich gut. Also Fahrzeuge kriegst du nicht mehr, oder? Wenn du mit Festpreisen und so das höchste Gefühl, wo jetzt noch habe, ist 2 Wochen Angebotsdauer und dann ist Finito. Also kriegst du gar keinen Wettbewerb mehr, wenn du noch so starr ausschreibst. Ja, das ist kontraproduktiv. Ja. Weitere Fragen? Wenn nicht, ich hätte noch eine Frage. Wenn ich den Gesetzeswortlaut von Artikel 39 ansehe, dass es heißt, eine Bereinigung darf nur stattfinden, erst wenn dadurch der Auftrag oder die Angebote geklärt oder eben vergleichbar gemacht werden müssen. Und ich habe mich gefragt, erst dadurch der Auftrag geklärt wird. Also offenbar geht es da um Unklarheiten in den Ausschreibungsunterlagen. Ist da die Voraussetzung, dass die Vergabestelle hat da irgendetwas unklar ausgeschrieben? Oder gibt es auch Situationen, dass die Anbieter, oder vielleicht nur ein Anbieter hat das irgendwie vielleicht nicht richtig verstanden? Also ist das aus Sicht Anbieter oder aus Sicht Vergabestelle zu verstehen? Ich würde das jetzt eher aus Sicht des Anbieters verstehen. Also, aber es kann eben auch die andere Seite sein, aber die andere Seite würde ich eher noch in die zweite Kategorie darunter fallen lassen. Aber ja, es geht ja wahrscheinlich wirklich darum, dass gegenseitig das Verständnis, dasselbe Verständnis zu erlangen. Weil ich hatte die Situation, dass wirklich ein Anbieter, der hat eine bestimmte Position mit einem bestimmten Preis. Die Vergabestelle hat dann gesagt, nein, wir meinen das aber mit diesem und diesem Erfordernis. Der hat gesagt, okay, wenn das so ist, aber dann reiche ich dazu einen Preis nach. Also man hat immer möglich, einen Preis hier noch zu reichen. Ja. Bist du der Meinung, man sollte es vorgehen, wird durch diese Bestimmung hier abgedeckt? War das zulässig? Was praktisch auch? Ja, das kommt noch darauf an, was sonst noch passiert ist rundherum. Sie haben nur diesen Anbieter gefragt. Ja, dann würde ich eher, da wäre ich vorsichtig. Wäre ich auch, ja.
Und vielleicht eine kurze Anschlussfrage. Muss die Vergabestelle eigentlich sagen, was wir hier jetzt machen, machen wir unter dem Titel Bereinigung oder machen wir unter dem Titel Erläuterung oder machen wir unter dem Titel da vom 38 Absatz 3, also diese Nachfrage bei ungewöhnlich niedrigen Angeboten, wo sie ja nachfragen muss, wählst du die Teilnahmebedingungen ein. Also quasi, wenn sie diese Dokumentations- und Protokollierungspflichten hat, sollte sie jeweils sagen, unter welchem Titel sie jetzt da was nachfragen und sogar eben Preisanpassung dazu. Ja, ich würde das schon empfehlen, ja. Weil eben auch, wie gesagt, die Erläuterungen, die führen zu keinen Angebotsänderungen und die Angebotsbereinigungen, die können zu Änderungen führen und das kann dann auch zu Preisanpassungen führen und so weiter. Deswegen würde ich diese zwei verschiedenen Kategorien schon klar gegenüber außen kommunizieren. Sind noch Fragen offen im Publikum? Wenn nicht, würde ich diesen Workshop schließen. Ich bedanke mich herzlich bei Pandora Kunz und bei Martin Zobel und bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke.